Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Galgenberg. So, ich bin wieder dran, hier noch ein bisschen die Reste des Feldes hier zu düngen mit Gülle von unserem Schweinestall. Und die letzte Folge haben wir ja damit beendet, dass wir ja ein bisschen irritiert waren bezüglich dem Düngen des Feldes, des Rapsfeldes hier neben uns. Und weil ich ja noch nie vorher mit der Spritze gedüngt habe, und da gibt es ja auch eine Zusatzfunktion im Precision Farming, und die haben wir uns jetzt hier zu unserem Lindtrakt dazu gekauft, weil das muss an den Schlepper ran. So. Und da bin ich jetzt gleich mal gespannt, denn ich habe es noch nicht ausprobiert, denn das Phänomen war ja, ihr erinnert euch in der letzten Folge, dass wir zwar komischerweise das Feld gedüngt haben, also er hat es angezeigt, dass es gedüngt ist, aber es ist kein Dünger aus der Spritze rausgegangen. Und das werden wir uns dann gleich mal anschauen, wie das jetzt sich verhält, nachdem wir ja den Schlepper modifiziert haben. Und da bin ich jetzt mal gespannt. So, die letzten Meter hier noch ein bisschen Gülle ausbringen. Dann werden wir den Kollegen hier mit dem neuen Fliegefass hier auf jeden Fall, oder mit dem neuen Fass von Fliegel, so ist es vielleicht besser, auch erstmal aufräumen. Jupp, wunderbar, es klappt, es klappt, es klappt zusammen. So, jetzt steht der Lindtrak hier ein bisschen im Weg, aber ich denke, wir werden dran vorbeikommen. Und dann bin ich mal gespannt, ob sich das Ganze jetzt, wie gesagt, anders darstellt. Also, es ist zwar fein, dass er im Prinzip keinen Verbrauch hat, aber das ist ja jetzt auch nicht Sinn und Zweck oder Sinn der Sache. Also lassen wir uns jetzt gleich mal überraschen, ob hier ein User-Fehler vorlag. So, da steht der Fendt noch. Mit dem haben wir ja ein bisschen gegrubbert und ein bisschen Feld vorbereitet. Auch den müssen wir dann noch ein bisschen noch aufräumen. Der steht auch noch rum. Ah, hier sammelt sich ein Fuhrpark an den Feldern. Okay, jetzt wird's spannend. Stickstoffflüssig Ausbringung. Wir klappen mal auseinander. Ihr seht es da unten, 1200, und wir schauen nochmal auf die Karte, denn hier könnt ihr dann sehen, dass wir hier praktisch schon gedüngt haben. Volle Pulle. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt auch wirklich passt bezüglich der Pflanze. Der hat jetzt praktisch den Dünger komplett rausgejagt und wir haben immer noch 1200 Liter 100% drin. So, jetzt muss ich die Hilfe erstmal wieder einschalten. Was haben wir denn hier? So, wir gehen nach hinten durch. Zuklappen, senken, anschalten, Arbeitsbreite ändern. Das brauchen wir eigentlich nicht. Automatische Ausbringungsmenge deaktivieren. Also sie ist aktiviert. Ja. Pflanzensensor anschalten. Okay. Na, dann bin ich ja jetzt mal gespannt, wie sich das Ganze darstellt. Wir schalten die Maschine an. Und es war ja so, dass wir überhaupt nichts gesehen haben. Wir machen mal... Nee, der Helfer will auch nicht arbeiten. Okay. Also irgendwie sehen wir überhaupt nicht, dass er, glaube ich, was ausbringt. Aber links unten in der Minimap düngt er das Feld. Wir haben aber immer noch keinen Verbrauch. 170 gehen raus. Und der Helfer will nicht arbeiten. Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Also mit der Wachstumsstufe oder ähnlichem kannst du eigentlich nichts zu tun haben, oder? Also hier sagt er 180 Gramm, volle Pulle, und 180 braucht er. Nicht Gramm, Kilo pro Hektar. Und jetzt ist auch 98% der erwartete Ertrag. 74. Also wie gesagt, ich bin leicht irritiert. Habe ich irgendwas falsch eingestellt? Automatische Ausbringungsmenge deaktivieren? Nee, das heißt, dann ist sie aktiviert. Pflanzensensor anschalten.
So. Witzig. Also wenn man den Helfer benutzt, dann schaltet der danach den Pflanzensensor aus. Wenn wir den Pflanzensensor einschalten... Okay, da erkennt er zumindest, aber das hat ja nichts mit dem Sensor zu tun, oder? Naja. Also, wie gesagt, dann machen wir das Ganze eben doch selbst. Und mit dem Helfer werden wir dann nicht arbeiten können. Der will das hier einfach nicht machen. Und wir sehen von der Animation her oder so, wir sehen eigentlich nicht, dass da irgendwas gespritzt wird. Hm. Ich bin etwas verwirrt. Ach, das ist ja jetzt interessant. An der Stelle, warte mal, warte. 116. 116. 118. Aber hier ist ein bisschen mehr Kalk drauf. 118 von 125. 113, 116. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also er scheint ja irgendwie... Er scheint ja irgendwie noch nachzudüngen, obwohl wir hier schon drüber gefahren sind und gedüngt haben. So, wie war das jetzt? Der Pflanzensensor. Also jetzt haben wir ihn ausgeschaltet. Es tut sich nichts, es verändert sich nichts. Er will auf jeden Fall nochmal nachdüngen. So, hier ist jetzt alles bestens. Ziel erreicht. Pflanzensensor anschalten. Naja, okay. Verbrauchen tun wir ja anscheinend nichts. Also fahren wir noch einmal drüber. Okay, jetzt hat er gerade wieder richtig Material rausgegeben. Also... Ja, der packt auf jeden Fall hier noch Flüssigdünger aufs Feld. Hm. So, hier haben wir jetzt noch nicht gespritzt. Das heißt, hier macht er jetzt das volle Programm. 170. Jetzt wäre es mal interessant noch, ob die Zielmarkierung sich auch verändert. Ob die Zielmarkierung sich auch verändert. Also die Flagge, die schwarz-weiße. Bis jetzt noch nicht. Ist mir jedenfalls nicht aufgefallen. So, im Prinzip können wir ja das System anlassen. Also schon interessant, dass er an den Stellen, wo wir ja schon mal gedüngt haben, dass er dann nochmal nachdüngt. Aber wir immer noch 1200 Liter drin haben. Also viel günstiger können wir ja gar nicht düngen. Tja, verdächtig, verdächtig. Interessant, interessant. Also wenn jemand von euch weiß, ob das jetzt hier an der Stelle ein Bug ist, ob das früher schon funktioniert hat... Und vielleicht jetzt mit dem Update irgendwas ist, ob ich irgendwas hier falsch eingestellt habe. Oder ob ihr dasselbe Phänomen schon festgestellt habt. Ja, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Also ich bin, wie gesagt, da jetzt leicht irritiert, weil ich bisher noch nie damit gearbeitet habe. Denn, wie gesagt, ich arbeite ja sehr häufig mit Direktsaatmaschinen, die eben eine Düngefunktion haben.
Und dann wird ja bereits bei der Ausbringung des Saatgutes eigentlich die ideale Düngestufe draufgepackt und da muss man nicht mehr nachdüngen. Und das war ja jetzt hier nur die Thematik, dass wir dieses Feld gekauft haben, da war schon der Raps drauf und deswegen wollte ich jetzt hier das Feld düngen. Und ich bin ja sehr zuversichtlich nach all den Anzeigen, die ich hier habe, dass das Feld auch wirklich gedüngt wird. Ja, da bin ich dann mal am Ende der Ernte gespannt, was dabei rumkommt. Aber ich glaube, jetzt hat sich ja doch die Zielmarkierung verändert sich. Die Zielmarkierung verändert sich, weil wir ja doch unterschiedliche Böden haben. Man sieht es auch links unten in der Minimap. Tja, Ausbringbreite. Das, was man da hinten sieht, ist natürlich der Staub, aber hier, man sieht nichts von der Grafik her. Tja. Dann sind wir hier mit dem Feld durch. Interessanterweise. Yep, wir klappen zusammen. Und wie gesagt, wir müssten es noch kalken. Das werden wir jetzt aber nicht tun. Und er zeigt hier an, kein Problem. 200, 116 Ertrag. Soll mir recht sein, weil deswegen haben wir ja dieses Feld ja auch gekauft. Weil das ja eine sehr hohe Ertragswert hat. Und das nehmen wir natürlich gerne mit. Wir räumen jetzt auf. Wir bringen jetzt mal die Gerätschaften weg. Und das können wir mal folgendermaßen machen, indem wir wieder mal schauen, ob unsere Helfer arbeiten. Am besten immer hierher. Das wird jetzt natürlich zu Problemen und zu Stau führen. Aber warum nicht? Ist doch auch eine lustige Sache. So, wir nehmen hier den Kollegen in die Hand. Und dann nehmen wir den direkten Weg, weil die Helfer natürlich hier nur auf der Straße fahren. Wunderbärchenklärchen. Und dann wird aufgeräumt. Und ich denke, dann können wir auch schon in den nächsten Monat wandern, in den März. Und da haben wir dann richtig zu tun. Da gibt es wieder Feldarbeit ohne Ende. März und April sind die Monate, wo es dann wirklich hier Action gibt. Und für die Aussaat, für den Mais, da habe ich mir auch überlegt, da gibt es natürlich ja auch größere Maschinen und vor allen Dingen auch die direkt düngen. Da sind wir wieder genau bei dem Thema. Eine Einzelkorn-Saatmaschine für Mais und Sonnenblume, die natürlich auch gleich düngt. Da habe ich, glaube ich, ein schönes Gerätchen. 9 Meter Ausbringbreite von Horsch. Das könnten wir uns leisten und das andere Gerät hier dann auch entsprechend verkaufen, was wir da oben im unter dem Dach stehen haben. Den berühmten Zweiteiler. So, dann fahren wir hier wieder rückwärts rein. Und dann haben wir unser neues Fässchen hier auch verstaut. Und der andere wird natürlich hier den ganzen Betrieb aufhalten. So, jetzt überlege ich gerade, sollen wir hier den Dünger schon mal rausmachen? Damit wir ihn verräumen können. Ich denke, das macht Sinn, weil dann können wir auch gleich das Herbizid wieder einladen. So. Einmal hierher. Okay. Ah, jetzt nimmt er den Dünger wieder. Warum nimmt er den Dünger? Ja, ich muss voll machen, weil sonst macht er mir... Ach so, war da noch Dünger drin, weil das nur 1000 Liter sind, oder? Nee. So, jetzt haben wir Herbizid. Sehr schön. Dann kommt auch der Container weg.
Und dann bringen wir das Gerät hier weg, weil wie gesagt, wir werden ja hauptsächlich die Spritze nur benutzen für die Unkrautbekämpfung und den Flüssigdünger, den brauchen wir eben für unser Gewächshaus mit den Hydrokulturen. So, das passt soweit. Okay. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch unseren Fendt. Wo ist er? Hier ist er. Mit dem Grubber. Den müssen wir auch noch aufräumen. Da ist frei. Sehr schön. Bisschen früh geblinkt, aber je früher, desto besser. Dann weiß der Verkehr auch, was Sache ist. So, hier geht's rein. Und ein Feld, das mich als nächstes so ein bisschen anlacht, ist das hier drüben. Das wäre zum Beispiel auch kein verkehrtes Feld. Hier geht's rein. Und wenn wir schon unsere neue Werkstatt und unseren Waschplatz haben, dann können wir das Gerät hier dann auch gleich mal ein bisschen sauber machen. Der Fendt sieht ja auch wirklich ganz, ganz übelst aus. So, dann hier einmal bitte Wartung. Dankeschön. Mit Felgen clean und allem drum und dran. Machen wir hinten eine Grube auch sauber. Sehr schön. Und als nächstes darf das Gerät auch gewartet werden. Der Landmaschinenschlosser darf an die Arbeit. Einmal warten. So, das machen wir dann auch gleich mit. Einmal reparieren für Euro 80. Oh, da geht es natürlich ins Geld. Ist aber auch klar bei einem Fendt 726, dass das dann richtig auch Geld kostet. So, dann bringen wir den Grubber noch weg. Tja, und die Erkenntnis des Tages ist, dass wir keine Erkenntnis erlangt haben, was unser Düngen angeht. Also das, was wir eigentlich gedacht haben, funktioniert leider nicht. So, wir müssen den ausklappen zum Ablegen. Ganz komische Geschichte. So, einmal ablassen. Hier steht er gut. So, wenn man sich das anschaut hier, der Lindtrack neben dem Fendt, also das ist dann schon ein kleiner Größenunterschied. Ja, da merkt man schon, wo die PS sind. Sehr schön. So, Dele, dann haben wir soweit erstmal aufgeräumt und was ich euch ganz kurz zeigen will, beziehungsweise wir spurten mal noch hier hoch. Denn ich denke in der nächsten Folge, ja, aber ich muss da gerade nochmal reinschauen, in der nächsten Folge, wann wird denn was gemacht? Nee, Mais ist erst im April, aber Sonnenblumen könnten wir dann auf jeden Fall schon mal ansäen. Sonnenblumen, ja, das könnten wir dann schon mal ansehen. Und deswegen denke ich, da ist ja, glaube ich, unser Einzelkorngerät von Kuhn. Und, yep, und das werden wir, denke ich, ersetzen durch... Wo ist sie? Hier, diese Horsch. Die habe ich früher auch immer sehr oft benutzt. Die hat 9 Meter, glaube ich. Ja, 9 Meter Arbeitsbreite. Und die düngt und kann eben auch, man sieht es da oben, 2 Einlässe, düngt und bringt die Saat aus. Und dann haben wir dann auch wieder den Vorteil. Und das müsste doch auch Einzelkorn, Sämaschine. Ja, aber ich bin da, kann das sein? Die muss vorher grubbern. Kann das sein? Ja, das kann sein, dass die vorher grubbern muss. Aber das muss die andere, glaube ich, auch, die wir haben, oder? So, wo ist sie denn? Die Lemken.
Die ist auch cool. So, wo haben wir denn die Kuhn? Die Kuhn, hä? Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen irritiert. Was haben wir denn? Ach, die haben wir nur gemietet. Die Kuhn, okay. Die ist nur gemietet, also das heißt, die können wir auf jeden Fall zurückgeben. 6 Meter Arbeitsbreite. Aber hier muss auch vorher gegrubbert sein, meines Wissens, ne? Ja, mit Sicherheit. Das heißt, dann werden wir uns auf jeden Fall... Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Die Horsch hier, die werden wir uns gönnen, denn ich wüsste nicht, dass es irgendwo eine Direktsaatmaschine gibt. Auch hier die Federstadt nicht. Ja, die müssen, glaube ich, immer alle. Die hier muss nicht grubbern. Okay. Die muss nicht grubbern. Ja, die Standardmaschinchen müssen alle grubbern. Die Kinse hier muss nicht grubbern. Die hätte sogar 8,20 Meter Arbeitsbreite. Okay. Ah, die gibt es auch mal eine Nummer kleiner. Und hier müssten wir auch nicht grubbern. Mit 12 Meter Arbeitsbreite. Also, ihr seht, wir haben hier noch ein bisschen Überlegungen zu treffen, wie wir zukünftig hier mit den Gerätschaften umgehen und wie wir zukünftig dann unser Material aufs Feld bringen. Wir werden sehen. Und dann schauen wir weiter. Also, es bleibt spannend. So, das soll es also für diese Folge gewesen sein. Wie gesagt, mit der Erkenntnis, dass wir keine haben bezüglich dem Ausbringen von Dünger, von Flüssigdünger zusammen mit diesem ISAAC-System. Ob das jetzt was bringt mit den Sensoren oder nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, wie eure Erfahrungen damit sind. Ich denke, zukünftig werden wir uns mit der Spritze wirklich auf die Spot-Spray-Technologie beim Bekämpfen von Unkraut verlassen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir auf dem Kanal. Und wie immer sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.